In dem Sinne, Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Stefan, der da oben steht, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, hinter den Büschen versteckt. Und zusammen sind wir auf Lost Place Tour. Wir waren gerade eigentlich auf dem Weg ganz woanders hin und sind super spontan an dieser Location hier vorbeigekommen. Dementsprechend haben wir natürlich keine Ahnung, was uns hier erwartet. Es sieht aus, als wäre das irgendwie so ein altes Sanatorium oder Kurhotel oder sowas gewesen. Und wenn man da mal hinguckt, ist das Ding hier auf jeden Fall zur Hälfte schon komplett eingestürzt und komplett, ja, als wäre hier irgendwie eine Bombe in die Mitte reingeflogen. Aber da oben ist noch ein Gebäude und das sieht ganz interessant aus. Und das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich kann es kaum noch lesen, die Schrift schon komplett abgeblättert. Aber ich denke mal, dass das dann das Hauptbettenhaus gewesen sein muss. Ja, und wie man hier sieht, also das da unten, dieser Anbau, der ist schon komplett eingestürzt. Ist halt alles aus Holz gebaut und naja, das hat, glaube ich, so ein Betonfundament, deswegen steht das wahrscheinlich noch. Schon sehr krass. Überall hier verteilt Inventar auf dem Boden, hier alte Matratzen und irgendwelche Stühlbezüge und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es sieht wild aus. Aber wir haben ja auch schon die größten Überraschungen erlebt, von außen wirklich, wo du gedacht hast, das Ding ist komplett abrissreif. Na gut, okay, es ist komplett abrissreif, aber wo man denkt, da steht wahrscheinlich sowieso nichts mehr drin. Und plötzlich, ja, sind eben noch alle Einrichtungsgegenstände vorhanden, irgendwie alte Betten, Zimmer eingerichtet und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wenn ich eins gelernt habe in den ganzen Jahren, beurteile ein Buch niemals nach seinem Cover. Kleiner Einblick mal in so ein kleines Nebenhaus hier. Ich glaube, das waren so kleine Apartments. Hier gab es verschiedene Häuser. Da seht ihr ja schon eine Einbauküche. Das sieht wirklich sehr wild aus, Leute. Also da sollte man definitiv keinen Fuß mehr reinsetzen. Ich kann von hier in den Keller gucken und in die obere Etage auch. Der Schrank hängt da auch noch auf 7:30. Alter Schwede. Treppe hier auch schon eingekracht. Puh. Das Ding ist auf jeden Fall komplett hinüber. Hier liegt noch ein kleiner Fernseher. Da kann man ja schon mal erahnen, aus welcher Zeit das hier alles kommen muss. Steinaltes Ding hier, mit Knöpfen noch. Und für diejenigen, die nicht wissen, was ein Sanatorium ist, ganz kurze Erklärung, es leitet sich ab von dem lateinischen Wort sanare, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, und ist halt einfach, ja, ein alter Begriff, ein veralteter Begriff für Pflegeeinrichtungen. Also, man kann sagen, es ist irgendwie eine Mischung aus einem Hotel und irgendwie einer Kurstätte. Deswegen könnte man auch Kurhotel sagen, wo Leute, die jetzt vielleicht chronische Erkrankungen haben, die nicht ins Krankenhaus müssen für eine Behandlung, die gehen dann in solche Einrichtungen hier. Das heißt, meistens sind die relativ ländlich gelegen, irgendwo, wo ja, viel Natur drumherum ist, wo du gute Luft hast. Eben alles, was so für Lungenkranke zum Beispiel fördernd wäre und du hast irgendwelche Angebote wie dann Sport und Reha und solchen Kram halt. Also könnte es sein, dass wir vielleicht auch irgendwie ein Restaurant finden. Ja, vielleicht irgendwie eine kleine Sporthalle, ein Schwimmbad oder irgendwie solche Geschichten, Massageräume. Schauen wir mal, was hier noch vorhanden ist. Auf jeden Fall haben die letzten Bewohner oder Patienten hier so ein bisschen was von ihrer alten Einrichtung vergessen. Alter Schwede, guckt euch mal den Balkon an hier. Der hängt auch nur noch auf 7:30. Das ist halt alles aus Holz gebaut, ne? Also da setzt man definitiv besser keinen Fuß rein. Das Ding ist so komplett eingewachsen, Leute. Geisteskrank. Auf jeden Fall sind wir im Bettenhaus oder Haupthaus, nehme ich mal an. Hier sieht man noch die ganzen Balkone, alles komplett eingewachsen. Aber da steht tatsächlich sogar noch ein kleines altes Vogelhaus, also scheint noch ein bisschen was von der Einrichtung da zu sein. Ey, was ich ja richtig liebe, ne? Es sind einfach diese unscheinbaren Gebäude, die irgendwo stehen und die du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht siehst, weil sie so eingewachsen sind.
Hier zum Beispiel, hier wächst Efeu die ganze Wand hoch. Und ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber es gibt irgendwie so eine super mystische Atmosphäre. Auf den ganzen Sonnensegeln hier wächst auch schon Moos. Wir haben gerade so ein ganz leichtes Schneegestöber und das gibt einfach so eine super surreale, mystische Stimmung. Also in meinen Augen ist das Kunst. Hört sich irgendwie ein bisschen bescheuert an vielleicht, aber Kunst einfach von der Natur. Immer wieder schön. Egal, was wir machen, auch wenn es der Natur natürlich schadet, sie findet ihren Weg. Den wird sie immer finden. Mit uns oder ohne uns. Kannst du sogar noch rein und rausfahren. Naja, das war wahrscheinlich ein Patientenzimmer hier mit einer kleinen Terrasse. Und hier haben wir auch schon mal einen Blick nach innen. Das erste Zimmer. Und tatsächlich ist noch Einrichtung vorhanden. Zumindest ein bisschen. Hier ist noch ein altes Krankenbett. Badezimmer. Ah, wie so kleine Hotelzimmer. Nur wie gesagt, eine Mischung aus Hotel und Klinik, würde ich sagen, ne? Die Betten sind dann eher irgendwie wie so aus dem Altenheim oder aus der Reha-Klinik oder sowas. Jetzt ist wahrscheinlich noch so ein Nottaster. Hier. So, da ist Stefan übrigens. Moin. Sieht man dich auch mal. Zimmer. Du suchst dir gerade ein Zimmer. Ich suche mein Zimmer. Hast du mein Zimmer gesehen? Da bist du auf jeden Fall schon mal richtig hier. Ja. Glaube ich auch, aber ich glaube da hinten, wo das Krankenbett ist. Ja. Ja. Was machst du in meinem Zimmer? Der alte senile Mann da drüben. Was aber, wie lange geistern sie eigentlich hier schon rum? Alter. Ich suche mein Zimmer. Aber geile Tapete hier. Ja, geil, ne? Die hat was. Die hat echt was. Also würde ich mir selbst nicht aufhängen, aber so, wenn man. Ach, die geht ja den ganzen Flur entlang. Boah. Schöne Blumentapete. Kaum zu glauben, Leute. Aber ich habe es irgendwie schon geahnt. Klar, es ist alles sehr durchwühlt und vor allem schon echt vergammelt. Aber, ihr seht es ja, Schränke zum Teil noch eingerichtet, Küchen, komplette Zimmer mit Betten. Krass, da kommt man gleich wieder in so eine ganz andere Welt hier drin, Leute. Du kommst hier rein, bist im ersten Raum, siehst diese abblätternden Tapeten, diese von Grünspan besetzten Fenster, die mit Efeu von draußen auch zu sind. Diese alten Gardinen davor, diese alte Einrichtung und bist hier wieder in einer ganz anderen Zeit. Wenn die Geräusche von der Straße drumherum nicht wären, würdest du denken, dass du irgendwie gleich wieder auf einer anderen Welt unterwegs bist. Wie so eine Zeitreise. Ist das zu glauben? Komplette Zimmer noch eingerichtet hier. Betten, Tische, Stühle, zum Teil noch Bilder an den Wänden. Ja, eigentlich, wenn man so will, komplett eingerichtet noch von damals. Da vorne liegen sogar noch ein paar Bücher. Vielleicht aus einer Bibliothek hier drin, vielleicht von einem Patienten. Man weiß es nicht, 2 Wochen in Fernost. Geht's ins Treppenhaus, auf jeden Fall. Hier steht noch ein steinalter Staubsauger, ey. Ey, passt zur Tapete. Früher hatte alles irgendwie so ein Muster, ne? So, hier geht's auf jeden Fall nach oben. Hier sind noch 2 kleine Abstellkammern. Da haben bestimmt mal hier, genau, Bettdecken und Tischtücher und sowas drin gelagert. Für die Zimmer. Und hier geht's hoch. Oh, das sieht schick aus. Oh, krass. Behandlungsräume hier? Ja. Ey, hättest du das erwartet? Nein, absolut. Überhaupt nicht, oder? Nee, gar nicht. So geil. Aber ja. Guck mal da drüben rein. Guck dir das mal an. Das ist doch quietschig.
quietschig. Ja, guck dir mal die Farbe und so an. Das ist wirklich quietschig. Quietschig ist auch ein lustiger Ausdruck. Geil, oder? Eine gelb-blaue Massageliege hier. Oh, hier sind ja noch mehr. Ja. Okay, das ist cool, Leute. Hier ist sogar noch der Vorhang zugezogen. Boah, ey. Dahinter noch die Massageliege. Da haben die wahrscheinlich auch hier irgendwie Ergotherapie und sowas, ne? Mhm. Gemacht? Ja. Ey, unglaublich. Das ist echt dass das hier einfach alles noch drin steht. Ja. Hier in der Ecke ist noch eine Liege. Das sind auch vor allem so richtig alte, die sind aus Holz noch. Ja, und hier nochmal so ein kleiner Behandlungsraum oder sowas. Alles noch Zimmer hier. Ja, guck dir das an. Was? Der hat ein Freiluftzimmer bestellt hier. Ich. Boah. Das ist ja unfassbar. Du hast hier einen eigenen Wintergarten mit dran. Das ist die Jalousie von oben wahrscheinlich schon, die da runtergekommen ist, wa? Das ist für Lungenkranke. Ja. Das ist hier richtig schön. Ja gut, das war ja ein Sanatorium. Ja, ja. Ne, dann musst du auch wahrscheinlich frische Luft haben. Ne, genau. So ein mystischer Ort damit, ne? Ja. Habe ich gerade schon gesagt. Dieser Verfall, alles ist kaputt und im Eimer, aber alles von der Natur. Gut, okay, da ist wahrscheinlich der Abrissbagger schon mal reingefahren in die Trümmer hier um uns herum. Aber du hast kein Graffiti und so, ne? Ja, Vandalismus, gar nicht ja. So, ne? Das sieht so aus, als hätte der letzte Bewohner hier noch seinen Koffer. Wollte einpacken oder auspacken. Das ist mein Koffer. Ach so, du bist hier gerade eingezogen. Naja, ich habe hier auch mein Blümchen schon reingestellt. Ah ja, okay. So, ne, ich mach's mal ein bisschen schick. Ja. Sagen wir schon mal weiter. Wir müssen jetzt nicht in jedes Zimmer reingucken, aber die sind tatsächlich alle noch eingerichtet. Ja, die einen mehr verwüstet, die einen weniger verwüstet. Ich habe so das Gefühl, dass die Seite hier, also die linke von mir aus, dass die so die Wetterseite ist. Weil da hast du überall Efeu und alles wächst rein und so und auch schon zum Teil eingebrochen. Und die rechte Seite, die ist noch irgendwie ein bisschen sauberer. Aber wirklich Wahnsinn. Jedes Zimmer ist hier eingerichtet. Also überall steht zumindest noch das Bett drin und ein Tisch und so. Und ich glaube, hier hinten kommen wir noch in so ein kleines Restaurant rein. Und das hat schon Rasen gekriegt. Das ist ein ganz alter Saal hier, Leute. Oh ja, mhm. Hier gehe ich, glaube ich, nicht weiter. Nein, hier gehe ich nicht weiter. Ich gucke aber einmal rein. Ist sowieso leer. Aber guckt euch das mal an. Da wächst schon Farn drin. Alles voll mit Moos. Den Raum von draußen schon gesehen. Es wird wohl mal irgendwie ein Restaurantbereich gewesen sein. Hier hast du übrigens noch so ein kleines Telefon auf dem Gang. Funktioniert nicht mehr. Eine zentrale arzttherapeutische Abteilung. Hier mit so einem alten Wählscheibentelefon. Leute, wer kennt das noch? Wer könnte es noch benutzen? So, letzte Etage. Hier ist nochmal so eine kleine Sitzecke, direkt auf dem Flur, wie so ein Wartebereich. Der steht auch Arzt. Vielleicht war das mal sowas wie ein Wartezimmer. Okay. Ach so, Weißwein. Das ist so eine kleine Speisekarte hier. Hier ist so eine Infobroschüre. Hier steht auch Schwimmen und Selbstübung im Meerwasserbewegungsbad. Die Zeiten, Solarium. Aber das heißt, es muss noch ein Schwimmbad geben hier und finnische Sauna. Verbunden mit Freiluftbad und Schwimmen. Das muss es ja hier dann auch noch geben. Eventuell ist es aber auch in den Gebäuden, die abgerissen wurden bereits. Beziehungsweise, ja, die zusammengebrochen sind. Das sind halt immer noch alles
Hotelzimmer hier. Hotelzimmer, sag ich schon, Patientenzimmer. Aber sonst kein, ja, nichts in Sicht, von wegen irgendwie noch ein Schwimmbad oder so. Wobei, das wäre ja wenn wahrscheinlich unten. Aber selbst hier, ne, auch da noch Zimmer. Hier noch Zimmer, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht überall rein, aber ihr seht's, ja. Da steht überall noch was drin. So, und hier gab's Wolldecken für die Terrasse. Und Sitzbezüge. Und dann konntest du dich noch richtig schön hier auf die Dachterrasse setzen. Na gut, das Gelände ist halt auch noch um einiges größer als das, was wir jetzt gesehen haben. Wobei das das Haupthaus war. Einen Keller gibt's nicht, zumindest haben wir keinen gefunden. Aber wenn man hier so guckt, hä, dann hat das Ding doch noch eine Etage darunter. Wir gucken gleich nochmal von unten. Vielleicht finden wir noch was, weil das war definitiv ein Bettenhaus. Das war auch ein Bettenhaus. Die sind komplett eingestürzt. Das Einzige, was da noch sein könnte, dass da unten vielleicht das Schwimmbad war. Aber dann würde das auch mittlerweile schon unter den Trümmern liegen. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwie ein Garten früher war. Du erkennst die halt wirklich gar nichts mehr. Im Innenhof, sag ich mal. Doch, hier ist ein Geländer. Hier geht eine Treppe runter. Hier ist noch so eine Gartenschaukel. Naja, das ist noch hier für einen Aufzug irgendwas. Das war mal da drauf, glaube ich. Und ich dachte eigentlich, dass das hier ein Verbindungsgang ist. Rüber in das Bettenhaus, wo wir waren. Ich bin hier gerade noch ein bisschen weiter geklettert. Du kannst die Wege halt gar nicht mehr erkennen auf dem Gelände hier. Deswegen, ich habe meinen Rucksack da gerade mal stehen gelassen, weil du da kaum durchkommst. Aber Leute, hier gibt es noch was zu entdecken. Das ist... Ja, das war dein Rucksack hier. Denn hier befindet sich noch ein Krankengymnastikraum. Völlig unerwartet in der letzten Ecke. Oh, hier wächst auch schon Farn drin. Steht hier so eine Apparatur hier für irgendwelche Übungen. Hier steht jetzt auch nochmal Behandlungsraum 2. Das nimmt und nimmt kein Ende. Du kommst hier um irgendeine Ecke, beziehungsweise läuft draußen rum und kommst dann nochmal in einen ganz anderen Teil, der wahrscheinlich irgendwo anders zugeschüttet ist, zugefallen. Und plötzlich geht es hier aber nochmal weiter. Guck mal. Hier steht noch so ein alter Reinigungswagen. Wobei, ich glaube, hier ist auf jeden Fall Storno da hinten. Seht ihr, da geht's raus. Du kommst hier von einem Bereich in den nächsten, aber nicht von dem Gebäude aus, weil das irgendwo zu ist oder zugeschüttet. Du musst von außen dann wieder woanders rein und so. Völlig durcheinander hier alles. Hä, ich habe auch überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, wo wir jetzt sind im Gebäude. Es ist so verwinkelt, Leute. Ah, wir sind nochmal umkleiden. Oh! Okay, damit hätte ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht mehr gerechnet. Hier ist noch ein kompletter Raum für Krankengymnastik, inklusive Geräte. Boah. Ey, als wäre die Zeit hier einfach stehen geblieben, ne? Da ist das Papier noch drin. Was ein Ort. Solche Geräte habe ich übrigens auch in meinem Keller. Echt? Ja. Seit wann hast du einen Keller in deinem Jeep? Ja, den habe ich extra eingebaut. Ah ja, okay. Aber da praktiziere ich andere Dinge. Aber das will ich gar nicht wissen, was du für Sachen machst. Okay, das sind genau die Bereiche, die ich noch gesucht habe. Das ist hier irgendwie für Elektrotherapie, glaube ich, ne? Da kannst du die verschiedenen Bereiche am Körper so ansteuern, kleine Elektrostößen, meine ich zumindest. Hat alles schon steinalt. Durchblutungsstörung, Rückenbein, Fußschmerzen, Krampfadern, geschwollene Beine, Müdigkeit, Knochenbrüche. Naja, hier kannst du alles irgendwie entgegenwirken, behandeln. Also Rehabilitationsmaßnahmen. Aber dass wir jetzt nochmal in so einen Bereich gekommen, ist echt Glück. Wären wir nicht durch diesen übelst zugewachsenen Weg
wo du kaum durchkommst, hätten wir den Bereich hier komplett nicht gefunden. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video? Schwimmbad haben wir jetzt leider nicht gefunden. Ich denke mal, dass das hier irgendwie unter dem Trümmerhaufen versteckt ist. Naja, man hat hier auch nur begrenzte Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen. Und es ist halt super, super gefährlich. Deswegen, wir haben jetzt aufgepasst. Aber absolut nicht empfehlenswert, hier irgendwie eigentlich noch rumzutouren. Trotzdem extrem spannende Location. Also wie ich gedacht habe, das sind meistens diese Dinger, die so unscheinbar sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne bei Stefan vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!